Boah. Okay, das ist geil. Hey Leute, ich bin's wieder Marv und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal etwas ganz Besonderes. Und zwar ein Unboxing der besonderen Art. Weil heute gibt es nicht so ein Paket, sondern heute gibt es folgendes Paket. Ja, wie ihr seht, wir haben ein sehr großes Paket da. Und von wem ist das Paket? Ganz klar, von zauberbox.at. Hier das Logo, yes. Von zauberbox.at. Und wie ihr wisst, gibt es auf Zauberbox wirklich alles. Und zwar wirklich alles. Und heute habe ich nicht nur Zaubertricks gekauft, sondern ja, alles. Alles Mögliche habe ich in den Warenkorb gepackt und ja, mal gucken, was ich da alles geholt habe. Ich weiß es selber nicht mehr genau. Das war schon vor einer Woche oder. Ja, doch von einer Woche ungefähr. Deswegen mal sehen, was wir da alles drin haben. Los geht's. Okay, wir machen jetzt als erstes auf. Okay, als allererstes sehe ich, wir haben ganz viele Flauschi-Blauschis. Die sind ja eigentlich der Grund, warum ich das Paket immer bestelle. Okay, das ist geil. Wir haben Zauberbox.at Sticker. Die sind riesig und die kann man wirklich überall platzieren, wo man möchte. Und ich habe da schon einige Ideen, wo ich die hinkleben kann. Falls ihr die irgendwann mal in eurer Stadt seht, macht ein Foto davon und schickt es mir auf jeden Fall. Ah, okay, dann haben wir das hier. Das hier ist ein Karteneffekt. Ich will gar nicht viel dazu sagen für die Zauberer. Es ist ein Triumph. Und ja, mehr sage ich erstmal nicht, aber ihr werdet ja in den nächsten paar Videos es dann bestimmt sehen. Yes, geil. Okay, wir haben kostenlose Pyrowatte. Das ist Zauberbox. Man bekommt einfach so Pyrowatte dazu. Geil, das ist geil. Okay, dann haben wir Cap-It. Cap-It habe ich einfach bestellt, ohne zu wissen, was es ist. Und das ist kein Scherz. Ich habe einfach mal bestellt und ich hoffe mal, dass es cool ist. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe euch auf jeden Fall in den nächsten paar Videos Bescheid, wie, wo, was man damit machen kann, was es ist. Ja, okay, mein Arm fault langsam ab. Egal. Dann haben wir noch die normalen Zauberbox-Sticker, die kleinen. Zauberbox-Feuerzeug. So, Zauberbox-Stift. Okay, das muss ich erklären. Okay, das muss ich jetzt erstmal erklären. Das hier ist ein Darren Waves. Das hier ist ein Projektor, welcher an die Decke von deinem Zimmer einfach ein Meer hinwirft. Das bedeutet, es strahlt deine Decke so blau und es sieht so aus, wie wenn da Wellen an der Decke sind. Und falls ihr euch jetzt denkt, what? Wozu braucht man das? Ja, genau deswegen. Ja, man braucht es eigentlich nicht, aber ich finde es voll cool und ich glaube mal, wenn man da so alles dunkel hat im Zimmer und das da an deine Decke strahlt, dann ist es sowas von geil. Okay, weiter geht's. Okay, jetzt kommt das Krasseste, was ich bestellt habe. Oh mein Gott. Tada! Das hier ist genau das, wonach es aussieht. Es ist ein Greifarmautomat für das Zimmer. Man kann da so Süßigkeiten rausgreifen. Und ich finde es voll cool. Nein, ohne Witz, ich finde es voll cool. Ich habe das früher immer wollen. Ich glaube, in der 5. oder 6. Klasse habe ich das so gefeiert. Wollte es immer ausprobieren. Und jetzt hatte das Zauberbox und ich dachte mir, yo, nehme ich doch, oder? Und ich werde es einfach mal mit euch zusammen jetzt ausprobieren, okay? Los geht's. Okay, Leute, das ist das Gerät und wir packen es einfach mal aus. Bedienungsanleitung. Okay, das ist geil. What? Okay, Leute, das ist das geilste Ding überhaupt. Dann haben wir noch das hier. Das hier ist geil. Das ist ein Trinkbecher, aber kein normaler Trinkbecher, sondern es ist ein Kameraobjektiv. Hier auf dieser Kamera habe ich ein Objektiv darauf und es sieht in etwa genauso aus. Geil, okay, das ist wirklich Hammer. Das ist einfach ein Kameraobjektiv, aber es ist kein normales Kameraobjektiv, sondern ein Trinkbecher. Das ist Hammer. Nein, aber ich glaube, ich benutze den wirklich, weil das ist so praktisch und es sieht geil aus und ich find's cool, ich find's cool. Wie findet ihr den Becher? Stimmt mal da oben ab. Ich find's cool. Ach komm, scheiß drauf. Oh
Gott. Mama, räumst du das bitte auf? Leute, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch das Video gefallen hat, und ich denke mal, es hat euch gefallen, sonst hättet ihr das Video nicht bis hierhin angeschaut, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu in unserem Team seid und uns regelmäßig anschauen wollt, dann könnt ihr gerne mich hier irgendwo abonnieren. Und dann kommt ihr auch zum letzten Video. Schaut gerne vorbei und natürlich bei zauberbox.at vorbeischauen, ganz klar. Ja, falls ihr noch mal ein Unboxing sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt einfach mal eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis dahin, ciao.